Ja, servus miteinander. Ich stehe hier am Palisade Canyon in der ehemaligen Ortschaft namens Palisade. Diese wurde gegründet, als die Central Pacific hier mit ihren Gleisen ankam. Bauten aber dann gleich weiter Richtung Promontory, versteht sich. Ich glaube, es war im Jahre 1868, wo hier die Central Pacific hier die Nägel eingeschlagen hat. 1875 kam dann die Eureka und Palisade Railway dazu. Die begann hier und verlief nach Süden, nach Eureka. Und schloss dort die Minen- und Bergbaugebiete an. Ja, und schon 1938, auf der Tafel war das dann hier schon eine Ghost Town, fuhr der letzte Zug nach Eureka oder kam von Eureka zurück. Und man findet nicht mehr viel. Hier in Palisade stehen noch ein paar alte Gebäude, die meisten zerfallen, aber auch noch interessante und gut erhaltene Dugouts, sogenannte befestigte Erdhöhlen. Und da schauen wir uns jetzt gleich mal eine an. So ein Dugout mag primitiv ausschauen, ist aber eine clevere Lösung, weil momentan haben wir jetzt hier Mitte Mai 25 Grad, aber im Sommer wird es hier richtig heiß. Und dadurch, dass der Bau halb in der Erde liegt, kühlt die Erde ein bisschen und wahrscheinlich war das ein Lagerraum. Und weil er in der Erde vergraben ist, hat er sich bis heute gut erhalten. Wie gesagt, 1938 soll diese Stadt schon eine Geisterstadt gewesen sein. Hinter mir verläuft die Transcon von der Union Pacific. Die setzt sich hier zusammen aus den Strecken der früheren Central Pacific und der später gebauten Western Pacific. Die Central Pacific ist in die Southern Pacific aufgegangen und wurde 1995/96 von der Union Pacific übernommen, die Western Pacific schon 1982, sodass also hier die Union Pacific den Luxus hat, zweigleisig durch den Palisade Canyon fahren zu können. Mit diesem Rundblick aus Palisade sage ich Tschüss, ich muss noch ein paar Züge filmen. Jetzt bin ich schon in der dritten Woche auf meiner Transcon-Tour. Hab viele hundert Meilen auf Schotterpisten runtergerissen und die letzte, die ich jetzt abgefahren bin, hat mich nach Palisade geführt. Palisade, eine Ghost Town in Nevada. Am schönen, lauschigen Humboldt River. Schönes grünes Tal, der Rest da oben drüber ist wieder trocken. Und momentan ist es angenehm hier. Wir haben jetzt im Mitte Mai 25 Grad, vielleicht auch mal 27 Grad zwischendurch, aber es lässt sich aushalten. Ja, 3 Wochen, keine Rasur, ich halte es durch, bis in die 4. Woche. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass gleich mal wieder ein Zug kommt. Ich habe schon ein paar schöne Aufnahmen hier gemacht, aber das Licht ist nicht so schön heute, so dass ich jetzt noch ein bisschen warte, dass es etwas aufreißt. Weil viel tollere Stellen gibt es hier kaum. Ja, dann schauen wir mal, was noch kommt. So sieht es aus, wenn der Zug hier im Palisade-Tal fährt. Ja, mal wieder ein schöner Manifest. Lauter Boxcars. Weiß der Geier, wo die herkommen, wo die hinfahren. Das ist ja mal ein bunter Zug. Ja, und da sieht man mein Auto. Dreckig und kampferprobt. Wie gesagt, einige hundert Meilen Schotterpisten schon hinter sich gebracht. Ja, und da wird vielleicht noch ein paar weitere Schotterpisten sehen. Hier, diese hat mich ja nach Palisade geführt, wo jetzt gerade der Zug durchfährt, den ich jetzt glorios verpasst habe. Aber macht nichts. Kommen bald wieder welche. Ja, ich sag dann der nächste Ghost Town Tschüss. Oh, noch einen Midtrain Helper, eine DPU mit drin. Ja, ist schon schön hier. Wenn die Union Pacific den hässlichen braunen Klötzchen nicht bestellt hätte, wäre es noch schöner.
Ja, da gibt da richtig Kit dazu. Okay, ich suche mir mal noch eine schöne Stelle und warte auf den nächsten. Kommt bestimmt einer. Ja, das ist doch mal ein schöner Blick hier. Da sieht man auch noch den Bahndamm von der Eureka and Palisade Railway, die offenbar niveaugleich die Central Pacific und später die Western Pacific gekreuzt hat. Ist ja erstaunlich. Ja. Also, da werde ich gleich mal aufbauen. Und dann zeige ich auch gleich mal meine Ausrüstung. Was ich so alles hier mitgeschleppt habe. Meine Güte, ich habe noch gar nicht alles aufgebaut gehabt. Aber mal schauen. Es kommt schon noch die eine oder andere Gelegenheit. Es war oft viel zu windig, um jetzt hier meinen Kamerakran aufzubauen. Was ein Luxus. Aber mal schauen. Heute nützt mir hier auch nichts. Ja, dann baue ich mal auf und schau mal. Die Stelle ist für beide Richtungen gut. Wie versprochen gibt es auch mal einen Blick auf meine Ausrüstung, die ich hier mit nach USA genommen habe. Ich habe ja gehofft, dass ich an der Immigration kein Problem bekomme mit dem 15 Kilo Ausrüstung, plus Handgepäck und was weiß ich nicht alles. Viel Klamotten habe ich gar nicht dabei. Ich werde mal jetzt zwischendurch waschen müssen. Ja, das ist meine bewährte Sony NX5. Nicht mehr das neueste Modell, aber tut treu und brav hier seinen Dienst. Viel benutzt habe ich sie eh noch gar nicht. Eigentlich Perlen für die Säue, so wenig wie ich sie verwendet habe. Aber ich habe sie noch ein bisschen aufgerüstet. Und zwar habe ich mir die neue Ninja Blade, den SSD-Rekorder, zugelegt, um hier das unkomprimierte Signal aufnehmen zu können. Und da im Vergleich zu den ersten Produktionen hier nochmal ein Plus an Bildqualität zu gewinnen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Teuer genug war das Teil. Ja, unter dem Puschel ist das Stereo-Richtmikrofon auch von Sony, zufälligerweise. Funktioniert alles ganz gut. Das HDMI-Kabel habe ich gestern abgerissen gehabt. Aber 22 Uhr, Walmart hat offen. Back in the game, neues HDMI-Kabel. Ja, habe ein weißes genommen. Das wird in der Wüstenhitze nicht so heiß. Dann fehlt dem Spiel einfach noch ein Zug. Und drückt mir die Daumen, dass gleich einer kommt, weil ich bin soweit. Ich glaube kaum, dass man sie auf dem Bild sehen kann. Aber da oben steht eine Antilope und macht die ganze Zeit so komische Töne. Ich habe mich schon gewundert, was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Vogel? Nee, ist eine Antilope. Hat wunderbar gepasst. Ja, der Witz ist, den habe ich gestern Morgen das erste Mal in Lucin am Salt Lake gefilmt gehabt. Und dann habe ich 5 Stunden auf ihn gewartet und irgendwann habe ich dann eingepackt. Da kamen dann 4 Eastbounds. Und der Zug hat sich immer noch nicht bewegt. Ich glaube, der hat in Montello eine frische Crew bekommen und ist dann 20 Meilen gefahren und stand dann wieder mindestens 5 Stunden. Ja, und anscheinend ist er jetzt erst aus Elko raus. Das liegt jetzt hier auch 30 Meilen weg. Richtung Osten. Ja, die Antilope steht immer noch da oben. Also, ich glaube, ich habe hier genug vom Palisade gesehen. Nochmal ein Blick ins Rund. War alles schön angerichtet hier. Kamera gut durchgehalten. Licht hält noch ein bisschen, es scheint aufzureißen von Westen. Dann mal weiter mit der Jagd. Ach, übrigens, ich habe noch einen Amtrak gekriegt. Wegen Erdrutsch gesperrt. Und hätte ich es gewusst, ich wäre heute Morgen am Arnold gewesen. Aber man kann es ja nicht wissen. Mich hat der Zug in Wales überrascht. Und ich habe schon gedacht, Mensch, den kannst du ja gar nicht verfolgen. Selbst auf der Interstate nicht. Man sollte sich ja schon ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Fahre ich halt mal wieder nach Elko in Richtung des Amtrak-Zuges. Dachte, den habe ich eh verloren. Weil die Strecke sah mir relativ flink aus. Film so ein paar stehende Züge in Elko, sehe ich ein Spitzenlicht von links kommen. Was ist der Amtrak? Ich dachte, das ist so ein Mist. Alles zusammengeklattert, ins Auto geschmissen und abspekuliert, ich krieg das Ding im Carlin Canyon. Ja, zwischendurch Aufregung, war eine Baustelle, ein LKW vor mir, der entweder Nitroglycerin oder Eier geladen hatte. Jedenfalls dachte ich schon, den Zug kriege ich nicht. Aber man wird es wahrscheinlich auf Rapid Track bei Tageslicht am Carlin Canyon.
feine Sache. Wieder ein feiner Zug. Ja. Insofern ganz erfolgreicher Tag bisher. Der ist ja noch lang. Ich komme früh abends um 11 ins Hotel gar nicht rein. Und dann noch 2 Stunden Daten sichern. Eine Technikschlacht zu vergleichen. Aber muss ja was werden, was ich hier so halten. In diesem Sinne, bis später. Ja, so 2 Stunden oder gefühlte 3 oder 4 später nach dem letzten Zug warte ich immer noch. Das Licht ist zwar jetzt perfekt, ich bin verbrutzelt. Ja, und vorhin habe ich glaube ich ein bisschen Unfug erzählt, weil der Bahndamm, den man hier sieht, das ist nicht die Eureka und Palisade gewesen, sondern das ist das ursprüngliche Gleisbett der Central Pacific gewesen. Die haben hier schön entlang des Humboldt River gebaut. Haben sogar hier noch die Schleife abgekürzt und waren mutig gewesen, den Damm einfach zu befestigen und zu hoffen, dass der Humboldt River den nicht wegspült. Ja, hat so lange funktioniert, bis Harriman die Union Pacific übernommen hat. Und der hat dann die Strecke so ein bisschen glatt gebügelt. Und man kann an dieser Brücke noch erkennen, da steht das Jahresdatum 1906 drauf. So alt ist die Brücke schon. Und tut immer noch treu und brav ihren Dienst. Die Western Pacific ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Aber, weiß ich nicht, reiße ich mich jetzt auch nicht drum, das zu wissen. Ja, und ganz interessant ist, da drüben, oberhalb von dem Bahndamm, ist eine Schwalbenkolonie von einer Größe, die ich noch nie gesehen hatte. Faszinierende Tierwelt hier. Ja, also, ich warte schon 2, 3 oder 4 Stunden, tut sich nichts. Mittlerweile wäre das Licht auf der Lokfront ideal. Und ich hoffe einfach mal, dass noch was läuft. Sonne hält noch, wir schauen mal. Ja, so gute 2 Stunden. Aber eigentlich wollte ich den Elko noch ein bisschen den Yard filmen, ob da noch heute was draus wird, weil an und für sich wollte ich in Willemucke übernachten, habe aber kein Netz, kann auch nicht reservieren. Ja, Wildnis eben. Dafür stehe ich immer noch im Palisade, im wunderschönen Palisade und höre dem Rauschen vom Humboldt River zu, in das sich hoffentlich bald ein Rauschen des Zuges mischt. Man sieht sich.